Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Teil 20 dran. Ich hoffe, ihr habt euren Farbwechsel gemacht. Wenn nicht, macht ihn bitte jetzt noch. Alle, die mit 10 Farben stricken, die wechseln jetzt bitte auf Farbe 8. Also euer 8er Farbwechsel. Und alle, die mit 5 Farben stricken, wechseln jetzt bitte auch nochmal die Farbe. Ihr müsstet dann noch eine Farbe übrig haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die 10er müssten noch 2 Farben haben, die sie noch nicht benutzt haben. Und die 5er müssten eine Farbe haben, die sie noch nicht benutzt haben. Die Farbe, die wir jetzt reinwechseln, ist da schon mit reingerechnet. Und der Farbverlauf bleibt bitte beim Farbverlauf. So, die erste Masche machen wir jetzt in Bunt mit rechts. Ein Umschlag, alle Maschen rechts bis auf die letzte, die heben wir wieder einfach nur ab. Das ist jetzt erstmal die gemütliche Hinreihe, um reinzukommen und um sich warm zu stricken. Am Ende der Reihe haben wir dann 128 Maschen auf der Nadel und wir stricken uns gerade in Richtung Reihe 126, weil ihr wisst ja, wir zählen ja nur die Zählreihen, die Hinreihen zählen wir nicht mit. So, meine Lieben, ich stricke mich mal schnell hin und wir sehen uns dann gleich in der Zählreihe wieder. So, da sind wir doch schon in der Zählreihe. Die erste Masche rechts. Jetzt kommen 25 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ich hole ich mal ein kleines Stückchen näher ran. 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich setze mir mal einen Marker, um einfach auch die Zeile zu markieren, dass wir hier schon waren. So, jetzt brauchen wir 46 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also ich habe irgendwie keinen Teil, wo die Krähe sich nicht meldet, oder? Naja, unsere Hauskrähe. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, gleich geschafft, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Drei Maschen rechts, fünf Maschen links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Maschen rechts, eine Masche links, fünf Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 29 Maschen links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, die 30 verschränkt und die 31 abgehoben. Und damit haben wir die Reihe wunderbar geschafft. Wir wechseln auf Schwarz. Eine Masche rechts, ein Umschlag, alle Maschen rechts bis auf die letzte. Die heben wir wieder einfach nur ab. Wir sind wieder auf der Hinreihe und am Ende der Reihe haben wir 129 Maschen auf der Nadel. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich euch Reihe, Maschen und alles immer ansage. Aber ich denke mir, so könnt ihr auch gut vergleichen. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, die zwei hier vom Fadenanfang habe ich noch nicht vernäht. Das mache ich dann ganz zum Schluss. So, ihr Süßen, ich mache mal schnell die Reihe und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Reihe 127. Sollte mit der Beleuchtung jetzt was anders sein. Ich musste jetzt hier drüben die Lampe noch mit anmachen, weil sie es bei uns ganz schön zugezogen hat. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. So, wir sind auf Schwarz, Reihe 127 und wir haben jetzt 129 Maschen auf der Nadel. Wir beginnen jetzt mit 26 Reihen. Wir beginnen jetzt mit 26 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 11 Maschen
links, 11 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 42 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Geschafft. Jetzt kommen drei Maschen links. 1, 2, 3, 7 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 Maschen links, 1, 2, 3, eine Masche rechts, 2 Maschen links, 1, 2, 32 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, einmal verschränkt und einmal abgehoben. Und schon sind wir durch die Reihe durch. Wir wechseln auf Farbe. Erste Masche rechts, ein Umschlag, jetzt alle Maschen rechts bis auf die letzte, die wird abgehoben. So, meine Lieben, und so stricken wir uns jetzt auf Reihe 128. Und wir haben dann 130 Maschen auf der Nadel. So, ihr kennt das ja. Ich setze jetzt einen Schnitt, stricke das schnell durch und wir sehen uns dann gleich wieder.
So, meine Lieben, da sind wir doch schon in der Reihe 128 angekommen. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Jetzt kommen 25 linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so, das war die Halbzeit. Einundzwanzig, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Da haben wir es geschafft. Eine Masche rechts, 10 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4 und jetzt 34 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, wenn man mal anders da sitzt, Moment, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, einmal verschränkt und einmal abgehoben. Supi, damit haben wir die Reihe auch geschafft. Wir schnappen uns schwarz. Die erste Masche rechts. Jetzt ein Umschlag. Alle Maschen rechts bis auf die letzte. Die wird einfach abgehoben. Wir stricken uns jetzt hin auf Reihe 129 und haben dann 131 Maschen auf der Nadel. Wenn ich jetzt nicht in der Zeile verrutscht bin, 131, ja. So, meine Lieben, Reihe 129, wir sind immer noch auf Schwarz, haben 131 Maschen auf der Nadel und beginnen jetzt mit 26 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 15 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, eine Masche links,
Und jetzt 54 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, einmal verschränkt und einmal abgehoben. Sehr schön, damit haben wir die Reihe auch schon geschafft. So, meine Lieben, wir wechseln auf bunt, haben die Reihe damit geschafft. Jetzt habe ich mir allerdings da keinen Marker reingesetzt. Ich mache jetzt einfach mal hier einen ein. So. Dass ich dann einfach weiß, wenn ich mal unterbreche, wo ich da genau war. Die erste Masche rechts, ein Umschlag. Alle Maschen rechts, bis auf die letzte, die wird einfach abgehoben. Und wir stricken uns jetzt hin zur Reihe 131 und haben dann 132 Maschen auf der Nadel. Ja, ihr kennt das Spielchen ja schon. Ich stricke mich mal hier schnell durch und wir sehen uns dann gleich wieder. So, weiter geht's. 130. Wir sind immer noch auf Farbe. Die erste Masche rechts, 25 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vier Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, eine Masche links, 11 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Maschen links, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eine Masche rechts, 15 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, zwei Maschen rechts, 1, 2, 24 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eine Masche rechts. Hier und jetzt 30 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, einmal verschränkt und einmal abgehoben. Und schon haben wir auch diese Reihe wieder geschafft. Wir wechseln auf Schwarz, eine Masche rechts, ein Umschlag, alle Maschen rechts bis auf die letzte, die heben wir einfach nur ab. Und
wir stricken uns in Reihe 131. So, meine Lieben, 131 wartet auf uns. Wir sind auf schwarz und wir machen jetzt 26 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und die 26. Fünf Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, eine Masche rechts, 10 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zwei Maschen links, 1, 2 und 14 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Drei Maschen links, 1, 2, 3 und jetzt 24 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Zwei Maschen links, 1, 2, ja, und jetzt 30 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eine Masche verschränkt und eine abgehoben. Wir wechseln wieder auf bunt und gehen damit in Reihe 132. So, wieder unsere Hinreihe, das heißt die erste Masche rechts, ein Umschlag, alle Maschen rechts bis auf die letzte, die wird einfach nur abgehoben. Wir haben jetzt 134 Maschen auf der Nadel und sind in der Reihe 132 auf bunt. Die erste Masche stricken wir rechts, jetzt 25 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und die 25. So, 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache mir ganz kurz einen Marker. Mir die 5 abgehauen, das war die 5. rechts. So, weiter geht's. Eine Masche links, 11 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Maschen links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 4 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 13 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vier Maschen rechts.
Eins, zwei, drei, vier. Vierundzwanzig Maschen links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und die 24. Zwei Maschen rechts. Ja, und jetzt 31 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, so richtig schön läuft die Wolle gerade nicht über den Abwickler. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, meine Lieben, ich hatte mich übrigens geirrt, wir brauchen nicht 31 linke, sondern 32 linke. Ich bin da leider in der Reihe verrutscht. Das heißt, 29, 30, 31 und die 32. wird verschränkt gemacht und einmal abgehoben. Nee, da bin ich leider in der Reihe verrutscht. Tut mir leid, da wollte ich einmal komplett auch die schwarze Reihe überspringen. Ich war da schon auf der nächsten bunten. Aber wir haben es zum Glück ja noch mitbekommen. So, wir wechseln jetzt auf schwarz und stricken jetzt wieder unsere Hinreihe. Das heißt, eine Masche rechts, ein Umschlag, alle Maschen rechts bis auf die letzte. Die heben wir dann wieder ganz einfach ab. Wer sicherheitshalber nochmal mitziehen möchte, mit dem Umschlag haben wir dann 135 Maschen auf der Nadel. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Den Umschlag habe ich jetzt mitgezählt, diesen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 131, 132, 133, 134, 135. Juhu, es passt. So, wir machen jetzt die ersten 26 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26. 6 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Masche rechts. So, ich mache mir wieder einen kurzen Marker. 10 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zehn Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön, damit haben wir die zwei auch geschafft, die zwei Zehner. Aber wir haben noch viele solche große Posten. Da können wir noch schön viel zählen. So, 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde vermuten, wir sind jetzt auf dem großen Blatt. Geguckt habe ich auch noch nicht. Also ich gucke immer original mit euch zusammen. Auch wenn es mir echt zwischendurch ganz schön schwer fällt. Aber ich irre da nicht vor. So, 12 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 25 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 3 Maschen links. 1, 2, 3. 31 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, die 32. Masche verschränkt und dann einmal abgehoben und wir haben auch diese Reihe geschafft. Okay, das war jetzt wirklich sehr viel Zählen. Gut, jetzt sehen wir es gerade hier beim Runterziehen. Das war jetzt nicht vorillern. Ich habe jetzt einfach nur runtergezogen. Okay, hier entsteht was. Hier entsteht was. Also das war jetzt kein Schummeln. Nur so, gell? Das war kein Schummeln, Mädels. Wir gucken auch nicht richtig. Wir streifen einfach die Maschen glatt. Das ist kein richtiges Gucken. Es ist nur die Maschen glatt streichen.
müssen wir ja auch immer mal von Zeit zu Zeit machen, um zu gucken, ob die Maschen denn auch alle noch gerade liegen. So, ich würde sagen, Qualitätskontrolle bestanden, Maschen liegen noch gerade. Weiter geht's mit Farbe. Aber zuerst drehe ich mal meinen Farbknäuel. Vielleicht rollert sich's dann wieder schöner ab. Weil jetzt hat es zwischendurch gehangen. Ich hatte jetzt hier so eine Schräge drinne und hier hat sich's immer festgehangen. Deswegen jetzt einfach mal drehen. In der Hoffnung, dass es dann besser geht. Dass es da nicht so hängt. So, Farbe her. So, wie machen wir jetzt zuerst die Hinreihe? Das heißt, eine rechts, ein Umschlag. Alle Maschen rechts bis auf die letzte. Die wird dann einfach abgehoben. Und wir sehen uns dann gleich in der Zielreihe 134. So, wir sind jetzt in Reihe 134. Solltet ihr im Hintergrund plätschern hören, das ist die geliebte Kaffeemaschine. Da läuft gerade neues Glück durch. So, wir haben jetzt so 136 Maschen auf der Nadel. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Jetzt kommen 26 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, jetzt 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache mir wieder einen Marker. Eine Masche links, 9 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marker. 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 25 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Einmal verschränkt und einmal abgehoben. Ja, und damit haben wir die Reihe auch schon wieder geschafft. Nein, wir machen diesmal keine Maschenliege-Qualitätskontrolle. Wir stricken gleich mit Schwarz weiter. Oh, das muss man aber auch dreimal schnell hintereinander sagen. Maschenliege-Qualitätskontrolle. Könnt ihr ja mal probieren. Dreimal schnell hintereinander. Maschenliege-Qualitätskontrolle. So, eine Masche rechts, ein Umschlag. Alle Maschen rechts, bis auf die letzte. Na, und dann schreibt mal in die Kommentare, wer das wirklich geschafft hat. Ich bin gespannt. Also, ich weiß von mir aus, ich schaff's nicht. Da ist ganz schnell der Knoten in der Zunge. Und das darf noch nicht passieren, weil wir wollen hier noch ein bisschen weiter stricken. Das probiere ich dann, wenn das Tuch fertig ist. Wenn ich dran denke. So, ich stricke das Ganze jetzt mal schnell durch. Wer mitziehen möchte, am Ende dieser Reihe haben wir 137 Maschen. So, also ich stricke mich einmal durch und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir jetzt in der letzten Reihe für heute, weil dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen geschafft. Das ist schon wirklich, das ist eine gute Hausnummer. Und ich will gar nicht wissen, wie lange das Video am Ende wird, weil ich nehme jetzt hier gerade wirklich immer Reihe für Reihe auf. Ich weiß es also gerade rein theoretisch nicht, aber ein gutes Stündchen müsste man bestimmt dann schon haben. So, damit es nicht noch länger wird, fangen wir gleich an. Wir sind jetzt in Reihe 135 mit 137 Maschen. Die ersten 27 Maschen machen wir rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sieben Maschen links. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, eine Masche rechts, ein Marker, 8 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 Maschen links. 1, 2, 3, 4. Eine Masche rechts. Ein Marker. 2 Maschen links, 1, 2, 10 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 Maschen links. Na komm jetzt. 1, 2, 3, 4, 26 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und die 26. So, jetzt 6 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt 31 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, die 32. Masche verschränkt und die letzte Masche abgehoben. So, damit sind wir fertig für heute. 10 Reihen haben wir geschafft. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. So ein Riesenstück. Gut, okay, im Tuch sieht es nicht viel aus, aber wir haben jetzt wirklich jede Menge gestrickt. So, hier fängt jetzt das nächste Blatt an. So, wenn wir das mal vergleichen, würde ich sagen, ist es das hier unten. Und dann müsste hier das dann schon mit zu dem großen Blatt gehören. Rein theoretisch.
Und das müsste dann eigentlich hier der Stiel sein von dem großen Blatt. Oder wie seht ihr das? Also das Blatt haben wir hier. Hier haben wir was Kleines Schwarzes. Ich vermute mal, das ist der Stiel. Und hier guckt dann auch schon was. Und ich denke mal, das gehört zum großen Blatt genauso wie das. Ja. Also Mädels, wenn wir jetzt schon beim großen Blatt sind, dann haben wir doch schon fast die Hälfte geschafft. Oder? Ich habe jetzt ungefähr, also das Blatt haben wir jetzt, da sind wir gerade dran. Der Stiel, der illert schon raus. Und ich würde sagen, von dem Blatt haben wir schon die zwei Spitzen. Das ist der Stiel. Hier, das ist das kleine Blatt, das ist der Stiel. Spitze 1 und Spitze 2. Also, es wird doch. Na, ist doch klasse. Super. So, wir gehen jetzt ins Bettchen. Haben wir uns auch wirklich verdient nach diesen ganzen Gestricke und Gezähle vor allen Dingen. So, das nächste Blatt ist fertig. Das kann ich jetzt zum Schneiden tun. Ja, so sehen die Blätter aus, wenn ich gestrickt habe. Und wenn ich geschnitten habe, dann so. Damit ihr das mal so ungefähr seht, also das ist jetzt das Gestrickte. So sieht das dann nach dem Stricken aus. Und so sieht es dann nach dem Schneiden aus. Und da sieht es wirklich noch gut aus. Also ich habe da ganz andere Blätter teilweise. So, morgen sind wir dann in Reihe 21. Oh, und da machen wir auch einen Farbwechsel. Also die Zehner schnappen sich bitte die nächste Farbe, weil wir fangen wieder mit einem Farbwechsel an. Die Fünfer, die sind erst dann in Teil 22 mit ihrem letzten Farbwechsel dran. Da müsstet ihr euch dann die letzte Farbe schnappen. Aber in Teil 21 sind es nur die Zehner, also die, die mit 10 Farben stricken. Die wechseln bitte jetzt die Farbe, dass die dann mit der neuen Farbe dann gleich anfangen können. Und weil da wirklich viele lang, echt wirklich lange Reihen dabei sind, machen wir im nächsten Teil nur 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Weil das sind wirklich sehr lange dabei. Allerdings wird dafür dann die 22 wiederum einiges länger. Und da sind wir dann auch schon fast in der Hälfte, ihr Süßen. Wir haben noch 3 Teile, dann sind wir in der Hälfte. Juhu! Okay. Also, wir marschieren jetzt alle mal ab ins Bettchen. Im nächsten Teil geht es dann los mit Farbwechsel, ihr lieben Zehner. Denkt dran, ihr müsst die Farbe wechseln. Ihr lieben Fünfer, ihr noch nicht, ihr erst im übernächsten Teil. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier fröhlich weitermachen, dass wir das Blatt fertig bekommen und unser großes Blatt natürlich weiter wächst. Also dann, meine Süßen, bis zum nächsten Mal.